Hallo, hallo, ihr Lieben. Mittwochmittag, weiß ich nicht was, halb zwölf, nach halb zwölf. Wir sind um 8 Uhr aus dem Haus gegangen und kommen jetzt gerade wieder. So, wisst ihr was? Ich möchte dieses Rot, dieses schöne, fantastische Rot hier unbedingt irgendwie mit einbringen. Einmal mache ich das so, habe ich gedacht. So zum Beispiel. Und dann machen wir vielleicht hier noch ein paar kleine. So zum Beispiel. So, mal gucken, wie wir das aufgeklebt kriegen. Da sind wir noch nicht so weit. Und dann ist das aber auch wirklich hier fertig. Dann sind wir damit aber durch. Da machen wir da nichts mehr dran. Kennt ihr das Papier zufällig? Quality Street, sage ich nur. Ich finde, das sieht so toll aus, dieses Rot hier. Es ist einfach nur klasse. Jetzt wäre schön, wenn ich hier auch noch So, vor die Hoffnung. So, das war das, was jetzt unbedingt noch fehlte. Das wollte ich noch nachtragen. Ich zeige es noch mal kurz. Bitte schön. Ich finde, das sieht jetzt viel toller aus. Viel, viel super toller. Also, was unbedingt gefehlt hat, war unbedingt noch Quality-Papier. Und dann lege ich mal auf die Seite, zeige ich euch meine neuesten Errungenschaften. Ich will mal etwas rauszwitschen. So, wir waren... Ah, nee, erstmal muss ich einen Schluck Tee trinken. Einen Moment. Da ist ein Fussel dran. Von 8 bis halb 12. In einer Phase nur am Rennen. Mein Mann war heute beim Augenarzt. Verband wurde abgenommen. Er kann schon sehr gut sehen. Etwas verschwommen noch. Aber ist alles wunderbar. Ich bin sehr dankbar, dass der jetzt so gut sehen kann, dass es für ihn richtig gut gelaufen ist. Gott sei Dank. Und das wird jetzt auch so bleiben. Also es dauert ja, ihr werdet das ja vielleicht auch selber kennen, noch ein, zwei Tage und dann wird das alles ein bisschen deutlicher noch. Dann waren wir also, wie gesagt, beim Augenarzt und dann hat sie gesagt, eine Weitsichtbrille braucht er gar nicht mehr. Er braucht eigentlich nur noch eine Lesebrille auf die Dauer. Und dann haben wir uns die heute auch schon besucht. Das hieß ausgesucht und geholt. Das hieß also, wir mussten durch die ganze Stadt laufen, bis wir eine Lesebrille. Ist jetzt keine Optikerbrille, ist so eine ganz billige. Eine Optikerbrille kann man immer noch machen, wenn die Augen sich richtig gewöhnt haben. Ne? Aber man rennt hin und man rennt her. Und dann waren wir natürlich in St. Egidius in der Kirche und haben Kerzen angezündet für uns und für einige andere Menschen. Auch aus der Familie sind einige erkrankt und ziemlich krank. Nicht nur hier bei uns, sondern woanders auch in unserer Familie im Moment. Naja, und dann waren wir in der Apotheke und dann dies und dann waren wir im Bäcker. Ihr kennt das ja und so, sind dann Stunden um Stunden weg. Und zum Schluss sind wir natürlich noch zu Pro Arbeit, weil da kann ich nicht vorbei. So, das ist meine erste tolle Kiste. Ihr seht, man kann, wenn man will, hier noch was reinschreiben. Mach's auf, also richtig toll, picobello in Ordnung. Da habe ich jetzt 1,50 Euro für bezahlt. Das ist doch ein... Oh, hoffentlich kriege ich den Preis ab. Ich hasse das, wenn so Klebeschilder irgendwo dran sind. Oh, das hasse ich. Kennt ihr das auch? Ups, ups, ups. Ab habe ich es. Will ich Bastelzeugs reinlegen. Ich lege es mal auf die Seite. In der Apotheke, da habe ich mich richtig gefreut, gab es diesen wunderschönen Kalender. Und da habe ich gefragt, darf ich wohl einen mitnehmen? Früher gab es die schon. Kennt ihr die noch? Immer so schöne Bilder drin. Ist das nicht reizend hier? Sind das Tölpel? Papageien? Könnten das Papageien? Steht das vielleicht hinten drauf? Papageientaucher! Ich habe recht gesehen. Oh, wie wunderschön. Und das ist ein Lemur? Das ist ein Maki, ein Mohrenmaki. Süß. Ganz süß. Ganz, ganz süße Bilder. Und das ist vielleicht ein Falke. Nein, ein Mauersegler. Ich bin immer haarscharf dran. Wobei, den hätte ich erkannt, Australien, ein Kiwi. Also den Kalender hänge ich mir auch wirklich auf, den finde ich so reizend, den finde ich süß, hat mich gefreut. Ich habe den bestimmt jetzt schon 20, 25 Jahre nicht mehr oder noch länger. Dann haben wir wieder, bei Pro Arbeit sind wir jetzt wieder, noch eine größere Kiste gefunden.
Die hat einige Schätze jetzt innen drin. Die packe ich mal kurz aus. Und die ist auch in einem super guten Zustand, noch besser als die andere. Die ist nirgendwo verdutscht und die hat 2,50 gekostet. Ist aber auch ein ganzes Stück. Knibbel mal eben den Preis ab, ne? Ist aber ein ganzes Stück größer. Ich liebe solche sozialen Kaufhäuser. Ihr könnt es euch nicht glauben. Neu kaufen würde ich mir das natürlich auch nicht alles, auf keinen Fall. Aber dieses mit diesen Blechkisten, die kann ich wirklich, das habe ich geschmiert, kann ich gut fürs Basteln gebrauchen. Ne? Und auch hier zum Griff dran und hier kann man was einschreiben. Stelle ich auch auf die Seite. So viele Seiten habe ich gar nicht mehr. Ich bin immer herrlich mit auf die Seite. Wenn ihr wüsstet, wie das hier aussieht, ihr würdet... nicht, dass wir noch nicht genug Edelsteine hätten oder Halbedelsteine oder auch nicht genug Herzen. Da habe ich nämlich auch, glaube ich, eine ganze Tüte noch von früher. Wir haben ja immer Edelsteine verkauft. Aber dieses Rosenquarzherz habe ich von meinem Mann mitgebracht. Das ist sein Herz jetzt, ne? Das bekommt er. Dann habe ich gefunden The Elves of Cologne. Die Mainzelmännchen zu Köln. Ist das süß? Ich mal gucken, ob ich es irgendwie verbasteln kann auf irgendeine Art, ob ich es mal verwenden kann. Ich finde die zu süß hier. Also ich liebe ja sowieso nette Bücher. Kann gut sein, ich lasse es heil und gucke es mir einfach nur an, weil ich Spaß dran habe. Ne? Das finde ich süß. Das ist A Little Book von wann? Das ist ein neueres. Das ist bestimmt ein neueres. Ja, von, noch nicht mal. 92. Zweite Edition von Little Book, Neugebauer Press, London. Da gibt es eine ganze Reihe von so kleinen Büchern. Wusste ich gar nicht, die kannte ich noch gar nicht. Das finde ich ja reizend. Dieses ist von 92. Ne, das werde ich mit Sicherheit, so wie es ist, aufbewahren. Dann habe ich hier, da weiß ich noch nicht genau, 1,50. Kann ich natürlich keine Wolle zu liegen lassen. Ich habe nur gelesen, Effektgarn. Oh ja. Oh ja, das könnte was Schönes werden. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, man kann sehen, was ich jetzt zeige. Das ist so ein ganz... guck mal hier. Wow. Mit was wird das denn wohl hinterher verarbeitet? Ich pack's mal rein. Ich habe gar nicht geguckt. Ich habe nur die Farben gesehen. Habe gedacht, 1,50, ne, kann man nichts sagen. Und das wird verarbeitet mit... Keine Ahnung. Sagen Sie doch 7 bis 9. Das muss ganz. Das ist hier eine Tasche oder man kann einen Schal rausmachen. Also eine Tasche sehe ich eher nicht. Ich denke eher, ich werde einen Schal rausmachen. Ne, das habe ich mal mitgenommen, außer der Reihe eigentlich. Ne? So, fantastischer Fund. Oh, ist das kalt. Ich muss die Ärmel runter machen. So kalt, der Tisch. Boah, der Tee ist auch schon kalt. Ja. Brems Tierleben. Eine schöne Ausgabe eigentlich. Alte Ausgabe. Alte Schrift noch. Leider. Ist hier irgendwas überdruckt worden? Keine Ahnung. Also es ist keine. Es ist ein uraltes Buch. Man sieht's. Und. Oh, das ist was eingerissen. Schade. Also die Schrift ist klasse, die kann ich gebrauchen. Und die Bilder sind auch sehr schön teilweise. Ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Finde ich reizend. Kann man gebrauchen. Ich habe Seefeder. Naja, was es alles gibt. Hier, das sind so Seekoralle, so Seezeug. Da wollen wir ein paar... Ja, jetzt haltet euch nicht mit den Seeigeln auf, ihr lieben Leute. Zeigt uns ein paar Tiere. Tut mir den Gefallen. Naja, jetzt sind wir aber unter Wasser hier. Ist alles mit Seeigeln und bababab. Hätte ich vielleicht besser ein anderes. Brems Tierleben. Zweite Originalausgabe bearbeitet. Ah, jetzt kommen wir daher Sache näher. Jetzt verstehe ich das auch. Das sind verschiedene Ausgaben zusammengefasst. Angefangen von hier mit den Paarhufern, Säugetiere. Da sind dann noch Lamas.
Edelhirsch. Haben wir denn da für den Edelhirsch mal ein Bild? Wollen wir gucken? Da, hier haben wir. Schöne Bilder. Also ich denke, diese Ausgabe könnte 20er, 30er Jahre sein. Ich glaube, das passt schon. Inhaltsverzeichnis, hier sind noch die ganzen Tiere. Das ist hier 35. Band und der 36. Band sind in einem zusammengefasst. Und hier sind die Seeigel und dann sind hier Urtiere und solche Sachen noch drin. Wow. Naja, allein die Schrift ist klasse. Ich mach mal das Buch etwas näher, gib mal näher zur Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich hoffe, dass die Schrift ist richtig klasse. Richtig klasse. Schönes Buch. Gucken, was wir damit anstellen. Und jetzt haben wir was richtig Tolles gefunden. Sehr schön. Guckt euch das an. Ist das nicht traumhaft, das Buch? Einfach klasse, oder? Ist das klasse? Der Einband ist klasse. Der Goldschnitt ist klasse. Der Abt heißt das, glaube ich. Das ist mit Leder, Gold geprägt, total abgegriffen, total alt. Guckt euch mal die Ecken an. Also, wow, richtig klasse. Das Papier, der Abt tatsächlich. Walter Scott, 12. Band, ausgewählte Werke von, jetzt kommt ihr, 1841. Also, bitteschön. Die Schrift ist natürlich absolut genial. Das Papier ist absolut genial. Ich habe es eigentlich zur Weiterverarbeitung hier. Gebe ich ehrlich zu. Banause, der ich bin, gell? 1841. Wer das schon alles in der Hand gehabt hat, was? Ich muss mal gucken. Dann, ich bin noch nicht am Ende. Ja. Jetzt kommt noch ein Schätzchen. Briefmarkenschätzchen. 1 Euro das Tütchen. Und ich habe natürlich so eine kleine Kiste mit Briefmarken gesammelt. Aber ma, Jean Gabon, ich liebe ihn, Jean Gabon. Hier sind richtig tolle Sachen dabei. Guck mal. Seht ihr das? 78, hallo. Alt. Alt-Alarm. Freie Stadt Danzig. Nee. Danzig. Ich sage nur Danzig. Freie Stadt Danzig. Das ist echt alt. US-Mail. Aber guck mal, was ich da für Schätze habe. Wuh. Wusste ich gar nicht. Ich habe einfach gekauft. Ich konnte die jetzt nicht auseinanderfummeln da. Das ging ja nicht. Ey, das ist doch irre. Da sind richtig tolle Sachen dabei. Hier, das sind so Sondermarken. Da hat man 30er Marke und dann eine 60 bezahlt. Dann war das für einen guten Zweck. Kennt ihr? Ich weiß nicht, gibt es das heute noch? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß das nicht genau. Also, da ist richtig viel drin. Da ist noch was drin. Also, das muss ich dann mal sortieren. Irgendwie. Bei Gelegenheit, damit man so auch wirklich alle sehen kann. Portugal. Also, wow, hier. Max Liebermann. Deutsche Bundespost. Wenn ich das jetzt lesen könnte. Also ich könnte. Ich habe jetzt leider meine 73 könnte das sein. Von 73. Das sind wirklich alte Schätzchen dabei. Wollen wir mal die anderen auch anschauen? Ich packe die mal wieder vorsichtig ein. Ja, für 1 Euro, also da brauche ich jetzt nicht so 300 Jahre überlegen, ob ich für 1 Euro die mitnehme oder lasse ich die da. Ne? Also das nehme ich halt mit, ne? Das ist klar. Dies ist natürlich schon wesentlich weniger drin. Die Katze macht mich verrückt. Hört ihr das gekrabbelt? Die krabbelt überall rum. Smilly, bitte. Mach mal eben diese blöden Klebedinger ab, ne, damit mir die Tütchen nicht kaputt gehen. So, den hatten wir. Den wollen wir noch. Sind das verschiedene Aufkleber?
Post Athen, Service Athen. Hm. Anscheinend. Spatz! Ich habe so große Glockenspülungen. Der muss ja natürlich jetzt drunter herrabbeln, ne? Die schon klar. Oh, guck mal, Italien. Schätze über Schätze. Hier. Italia, Italia. Uppidiu. Toll. Wow, die sind aber schön. Richtig schöne Marken. Guck mal hier, was das für schöne Marken in Italien gegeben hat. Toll, oder? Wow. Ja, man muss einfach mal, ich meine, für 1 Euro kann man nichts verkehrt machen, ne? Ich habe gedacht, oh, ja, das sind irgendwie so Pupsmarken, so ehrlich gesagt, ne? So für 1 Euro, ja, puh. Nein, Poste Italiane. Ey, die sind doch richtig genial, sind die doch. Juventus Champion 97, ja, das brauche ich jetzt nicht, das interessiert. Aber alle anderen sind richtig klasse. Warte mal, boah, wir haben da ein paar Schätze gehoben, habe ich das Gefühl. Ich selber habe mal Briefmarken gesammelt. Irgendwo habe ich die auch noch. Ich habe dann natürlich nur Katzenmarken aus der ganzen Welt gesammelt. Ich habe ja alles mit Katzen gesammelt früher. Da habe ich so ein Album von. Das hat keinen Wiederverkaufswert. Das ist einfach nur ein teures Hobby, wenn man ehrlich ist. Und das habe ich dann auch bald wieder aufgegeben. Hm, hier geht's weiter. Wo sind wir denn jetzt? Deutsche Bundesrepublik. US-Mail. Wow. Europa. Europa. Also es sind definitiv. Oh, die ist schön. Tansania, die haben immer tolle Marken. Wow, Isles of Tanzania. CC-Fliege. Guck mal hier, die tolle CC-Fliege. Ah ja, hallo? Die habe ich auch noch nicht gesehen. Tansania. Irgendwelche Springböcke oder irgend sowas. Ja, irgend sowas. Toll. Netherlands. Oh, hier. Was haben wir denn da? Venezuela. Und hier ist ein schönes. Deutschland sogar. Mit Deutschlandmarke. Von noch nicht mehr so alt wahrscheinlich. 99 oder so. Aber ihr seht auch hier ganz viele gemischte Sachen. Wir haben noch ein Tütchen. Dann machen wir noch mal ganz kurz das letzte Tütchen auf. Und da kann man sich ja drüber freuen. Aber ich muss das auf irgendeine Art. Muss das sortiert werden. Sonst. Hat man da wenig Freude dran. Jetzt weiß ich auch, warum die sich alle Briefmarkenalben gemacht haben inzwischen. Jetzt weiß ich, warum. Diese Katze macht mit Kratz, Kratz, Kruzel, Diddel, Diddel. Macht ihn die lernen. Smilli. Jetzt habe ich die Tüte kaputt gemacht. Du machst mich so verrückt, jetzt habe ich die Tüte kaputt gemacht. Du dumme Dinge, du. Das ist langweilig, wenn eine Tüte für sich. Dann haben wir hier auch nochmal Italia. Smilli, ich bitte dich. Was möchtest du denn? Nicht in meine Hose rein. Jetzt hakt sie in die Hose rein. Jetzt muss sie richtig nervig werden hier. Alles so schöne kleine Marken, große Polska. Ganz gemischt. US-Mail wieder. Italien. Also, wie schön. Italienische Marken, europäische Marken. Polnische Marken, deutsche Marken, alte deutsche Marken, Tansania wieder, Springbok. Hier, schön, diese Blumen, schön. Könnt ihr das sehen? Australische, ach, wie wunderbar. Also ich muss mir da jetzt irgendwie Mühe geben, dass ich das sortiere, da haben wir was. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Hans Jonas. Seht's mir nach. Ich weiß nicht, wer Hans Jonas war. 1903 bis 1993. Ist 90 Jahre alt geworden und hat so kluge Dinge von sich gegeben. Tjo. Upsi, dupsi. Jetzt fallen mir die tolle Marke schon aus der Hand. Hinaus. Ja, die muss ich jetzt einfach mal irgendwo ordnen. Ja, dummerweise hatte ich mal so ein pupsiges Briefmarkenalbum-Ding. Das habe ich irgendwo mal weggetan. Hätte ich es mir aufgehoben, siehst du, jetzt hätte ich es gut gebrauchen können.
wieder vorschnell gehandelt. So, was ganz außen nichts Besonderes ist, aber was, worüber ich mich sehr gefreut habe, habe ich gefunden da bei dieser Drogerie-Geschichte. Wir mögen ja so diese Natursachen so gerne, aber ich muss zugeben, mein Mann und ich, wir haben nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Wald und Tier und Pflanzen und Zeug. Ein paar Sachen kennen wir, aber vieles nicht. Und da kam mir jetzt diese DVD gerade ganz recht. Ich meine, für 3-4 Euro kann man die Sachen gerade mal mitnehmen. Da ist kein. Ich mach mal auf, ne? Das ist kein Preis. Da freue ich mich drauf, da werden wir die Singvögel mal genauer uns angucken können. Das ist richtig ein langer Film, 61 Minuten. Und dann habe ich, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, die 4 Jahreszeiten des kleinen Hasen. Ihr wisst ja, in meinem Hasenbuch habe ich das auf Schwäbisch verarbeitet, das Hasenbuch. Weißt du noch, wie lieb ich dich habe? Und ich kannte das vorher nur vom Sehen, ich habe es nie gelesen und ich fand es so süß jetzt. Und ich habe es mir tatsächlich nochmal auf Deutsch, also Schwäbisch ist auch Deutsch, aber ihr versteht, ich meine auf Hochdeutsch. Und jetzt finde ich diese Dings und ich sehe sehr gerne Kinderfilme und freue mich schon ganz doll. Ich habe auch jetzt Patterson, 2 kleine Filme. Und jetzt habe ich noch was ganz Tolles. Tadam, tadam, tadam. Ich muss mal Platz machen. Tadam, tadam, tadam. Hm. Das ist wirklich schön. Könnt ihr das sehen? Reizend, oder? Ganz hochwertiges Passepartout drin, ganz hochwertig gerahmt. Also den Rahmen alleine. Also der Rahmen ist nicht sehr teuer, aber es ist sehr, sehr aufwendig verarbeitet. Es ist ein schöner, heller Rahmen. Es könnte, ich habe keine Ahnung, so ein helleres Holz. Buche? Nee, ich sage was Falsches. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr schön. Und die Bilder sind absolut mein Fall. Absolut. Das sind original handgemalte Bilder. Und das ist so hochwertig, das habe ich gedacht, das kann ich nicht liegen lassen. Und zwar Karina van Forst steht da drauf. Karina van Forst. Ich weiß nicht, kenne sie nicht. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich versuche es mal etwas näher zu bringen, damit ihr, es spiegelt leider. Wisst ihr mal was, wir machen mal diese Lampen aus. Es ist dann zwar vielleicht nicht ganz so hell, haben wir nichts gefunden, tut mir leid. Ich habe gedacht, dann könnte ich es euch besser zeigen. Nein, kann ich leider nicht, tut mir furchtbar leid. Ich versuche es mal so, einmal so ein bisschen zu drehen, aber ich kriege es ohne Lichtspiegel, weil die Lampen genau auf den Tisch scheinen. Tut mir furchtbar leid, kriege ich nicht besser hin. Aber ich finde diese ganz, ganz reizend und die werden bei mir einen Platz im Wohnzimmer finden. Gefallen mir richtig, richtig gut. Und ich werde natürlich gucken, wer Karin A. van Forst ist. Keine Ahnung. Also, ich finde die Bilder schön. Gefallen mir gut. Ich mag sowas. Ja, ihr seht, da habe ich heute einen ergiebigen Tag hinter mir. Wir sind zwar ordentlich rumgepackt, aber ich habe auch super tolle Sachen gefunden. Schätze über Schätze. Und das gebe ich jetzt meinem Mann erstmal. Das kriegt mein Mann jetzt. So, ich denke, mein Kleberbuch ist jetzt auch getrocknet. So gut. Das machen wir auch mal zu. Warten wir dann auf die nächste Kleberrunde. Ihr Lieben, das war's schon heute von mir. Ich habe mir ja heute richtig tolle Schätze an Land gezogen, oder? Was meint ihr? Habe ich richtig viel Spaß dran. Ganz ehrlich, habe ich echt viel Spaß dran. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich räume mal gleich ein bisschen ab hier. So tun als ob, ne? Bis bald. Bald bastel ich wieder. Oder ich mache noch eine Klebeseite. Wir werden sehen. Bis dann. Bye, bye.